Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Ja, ich habe mir überlegt, wir machen heute einen Wochenausblick. Ich hoffe, mir gelingt das relativ zackig. Ich habe gerade die Legung für den Mitgliederbereich gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da Bescheid wisst. Es gibt halt eben auch einen Mitgliederbereich, der nennt sich Zapunzel Spezial. Findest du unter diesem Video so eine blaue Schrift, Mitglied werden. Oder aber halt, wenn du meinen Kanal enterst, oben in der Leiste steht irgendwie was von Mitgliedschaft. Da biete ich fast täglich eine zusätzliche Legung an. Vielleicht hat da der ein oder andere von euch ja Interesse, mich da und meine Arbeit zu unterstützen. Man schließt da ein Abo ab, was jeden Monat kündbar ist. Es kostet 4,99 € und dafür bekommst du fast täglich noch ein bisschen Zusatzstuff. Ja, überleg dir das einfach. Unterstützt mich und meine Arbeit sehr. Ja, gucken wir mal, ob hier jetzt genauso schöne Karten auf den Tisch fallen wie auf der anderen Seite. Ich hätte gerne bitte Spirit. Eine Überschrift für mein Kollektiv. Ich möchte an der Stelle nochmal Dankeschön sagen für all die neuen Abonnenten. Ist schön, dass diese Community wächst und wächst und wächst, weil ich finde, das ist ein toller Trupp, der hier unterwegs sind. Ziemlich starke, kreative und witzige Menschen. Ja, in der nächsten Woche soll ich dir erzählen, dass in der nächsten Woche deine Sinne noch ein wenig mehr erwachen. Die sind ja nun eh schon ziemlich fein und ziemlich geschult. Wir haben auch viele High-Sensitive Persons hier in diesem Kollektiv. Ja, aber manche hechten scheinbar noch durchs Leben. Hier kommt der Ratschlag vom Universum für die nächste Woche. Nimm deine Sinne noch ein wenig bewusster wahr und entschleunige dein Leben. Ich weiß, dass das schon viele hinbekommen haben, aber manche hechten halt eben noch von einem Termin zum nächsten. Ich weiß, gerade wenn man kleine Kinder hat, ist es schwierig, das Leben zu entschleunigen. Aber man tut gut daran, so ein paar gewisse Punkte in seinen Tagesablauf einzubauen, wo man halt einfach mal zur Ruhe kommen kann, die Stille genießen kann, vielleicht einfach mal nichts tut, weil in dieser Zeit, also wenn es wirklich still ist, die Sinne so richtig ans Arbeiten kommen. Was haben wir noch? Verlasse die gewohnten Kreise und schaue dich nach wahren Gefährten um. Da habe ich, meine ich, gestern oder vorgestern was zugesagt. Der Dunstkreis, in dem man sich bewegt, das kommen immer wieder Leute ins Leben, aber irgendwie verabschieden sich auch immer wieder Menschen. Man darf einfach mal überprüfen, ob die Menschen, mit denen man sich umgibt, einfach nur aus purer Gewohnheit um dich herum sind, ob es Zweckgemeinschaften sind. Ja, schaue dich nach wahren Gefährten um. Menschen, mit denen du Dinge teilen kannst, weil die ähnlich ticken wie du und genau verstehen, was du meinst, wenn du irgendetwas sagst. Und nicht nur einfach sagen, ja, ich verstehe dich, aber was hat er? Lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Er hat Visionen, auch was eure Verbindung angeht, auch wenn das für manche momentan nicht ganz so sichtbar ist. Ich habe es im Mitgliederbereich gesehen, er hat Visionen und er ist dabei, die Schritte einzuleiten, um diese Liebe wirklich ins Leben zu rufen. Aber er möchte alles so ebnen, dass wenn ihr diesen gemeinsamen Schritt macht in ein gemeinsames Leben, ihr irgendwo da starten könnt, ohne dieses ganze Gepäck aus der Vergangenheit noch im Nacken zu haben, weil das weiß er, das würde immer wieder zu Wirrwarr führen und deshalb, ja, er ist dabei, seine Visionen in die Tat umzusetzen. Es dauert so lange, wie es dauert, das muss ich einfach immer sagen. Vor allen Dingen in so einem großen Kollektiv ist es ja auch so, dass jeder ein bisschen
an einer anderen Stelle unterwegs ist. Jo, und dann nehmen wir uns jetzt noch ein Stichwort mit. Was beschreibt dich in der nächsten Woche? Palim, palim. Eine Karte bitte fürs, da ist es schon, Empathie. Ja, das beschreibt dich mit Sicherheit, weil das weiß ich einfach, dass wir viele empathische Menschen sind. Aber warte. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen. Also wenn du jetzt das Empfinden hast, er ist ein bisschen still, ich kann da so machen, was ich will, da kommen dann gerade mal zwei Wortsätze zurück, dann nutze deine Sinne und versuch zu erspüren, was geht denn da gerade ab auf der anderen Seite. Für viele, also Moment, er setzt sich auch mit dem Thema Freundschaft auseinander. Ich erkenne, dass ein Freund oder eine Freundin nicht ohne Grund in meinem Leben ist. Für viele scheint es so zu sein, einfach weil ich es mitbekomme, dass ja, manche sagen, ich weiß gar nicht, was ich für ihn bin. Also irgendwie scheint mir das eher auf der Basis der Freundschaft hier zu laufen. Ja, ist ja nicht schlimm. Eine Freundschaft ist eine super Basis, um irgendwann, ne, diese Gefühle aufzubauen, die vielleicht auf deiner Seite eh schon da sind, auf seiner vielleicht auch, aber ihr lernt euch durch eine freundschaftliche Beziehung ja erstmal so richtig gut kennen. Und ja, er findet das eine solide Basis, um da weiterzugehen in Richtung bedingungslose Liebe. Das wird für manche so sein. Bei manchen hat er sich ja auch schon offenbart. Jetzt gucken wir mal, wie die Gefühle so sind. Das finde ich immer am interessantesten. Petra, danke nochmal. Das ist ein Deck, das ist mir echt lieb geworden. Auf deiner Seite zeigt sich in der nächsten Woche hauptsächlich das, die tiefen Gefühle. Warte, ich gucke gleich genauer, was ist für ihn in der nächsten Woche. Programm. Stresstermine. Eine noch. Ja, der muss sich immer zukleistern mit so wichtigen Dingen. Warte. Also, bei dir sind die tiefen Gefühle rausgehüpft. Ich liebe dich. Du bist mein Ein und Alles. Wir schaffen das. Ohne dich geht es nicht. Doch, es geht schon ohne ihn. Nur mit ihm ist es vollständiger. Es hat lange gebraucht, bis ich das erkannt habe, aber ich versichere dir, ich lasse dich nicht los. Mein Herz gehört dir, es hat dir immer gehört. Ja, bei dir wird die Sehnsucht noch mal ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Sexualität scheint in der nächsten Woche auch ein Thema zu sein, was dich beschäftigt. Einige machen sich noch Sorgen, ob sie denn jetzt lebenslänglich nur die Affäre bleiben. Nein, wenn es wirklich eine Seelenpartnerschaft ist und du ja, die Dinge so sein lässt, wie sie sind, wenn du da nichts anfangen wirst zu forcieren, dann wird das Ganze sicherlich weitergehen. Ja, die körperliche Anziehungskraft ist für dich in der nächsten Woche nochmal ein wichtiges Thema. Wer weiß, was da auf euch zukommt. Ja, auf der einen Seite, das zieht sich jetzt schon durch so viele Legungen, Stresstermine. Ich habe mal wieder keine Zeit, ich habe mal wieder keine Zeit. Manchmal muss ich auch Termine absagen, aber weißt du, ich muss mich halt um die Finanzen kümmern und mein Job ist mir wichtig, weil da bekomme ich Anerkennung und Verpflichtungen und Verpflichtungen und Verpflichtungen. Naja, da darf er wirklich seinen Träumen nochmal so ein bisschen mehr Freiraum geben. Aber ebenfalls haben wir das Entgegenkommen. Schritt für Schritt werde ich wieder auf dich zukommen. Hab einfach ein bisschen Geduld mit mir. Ich muss erst im Klaren darüber werden, wie das genau mit uns beiden weitergehen soll. Ich möchte dich auf jeden Fall wiedersehen, mit dir reden und lachen. Du fehlst mir sehr. Dann ist jetzt so die Frage, ne? Was gewinnt in der nächsten Woche? Schauen wir uns an mit dem Kartensalat. Kartensalat, ja, aber ich hätte gerne erstmal eine Haupttendenz für die nächste Woche für dich. Ich mache nur einen kurzen Spoiler. In den nächsten Tagen gibt es ja dann eh nochmal die Tagesbotschaften. Vielleicht mache ich auch nochmal hinterher ein Video.
wo es dann um die nächsten 24 Stunden geht, weiß ich noch nicht. Du darfst in der nächsten Woche chillen, mal wieder was. Das wird vielen nicht passen, weil viele hier gerne was tentieren, auch in Ottos Richtung, um irgendeine Reaktion rauszukriegen. Er lässt sich aber trotzdem, Hauptsache für einige ist das so, ne? Kollektivlegung, immer aufpassen, ob du damit in Resonanz gehst oder nicht. Er lässt sich wie immer im Ungewissen, hauptsächlich. Er hat da seine Pläne, aber er lässt sich nicht in die Karten schauen. Da kannst du machen, was du willst. So, deine Woche. Ja, für dich. Es ist wichtig, auch wenn es auf der anderen Seite, ich habe die Karten noch gar nicht gesehen, oder nur zwei. Wenn du in der nächsten Woche an deiner Stabilität nochmal so ein bisschen nachjustierst, eigentlich scheint das eine ziemlich gute Woche zu werden. Auch wenn er dich da in gewissen Punkten immer mal wieder im Ungewissen lässt. Ja, ne? Also sich halt eben nicht in die Karten blicken lässt, ist es für dich wichtig und irgendwo spürst du ja auch, dass du ihn im Nacken hast, weiter an deiner Stabilität zu arbeiten. Es gibt sicherlich noch Themen, die für dich in die Heilung gehen dürfen. Da darfst du noch mal einen Blick drauf werfen. Es sieht so aus, als wäre das in der nächsten Woche, also würde die nächste Woche lichtvoller werden, als es momentan draußen ist. Die Sonne ist gefallen, die Stabilität, der Anker ist gefallen. Ja, und deine Aufgabe der nächsten Woche wird sein, auch wenn er eben ein bisschen geheimnisvoll ist oder sehr minimalistisch, ja, nicht in diesen Trauermodus zu kommen, sondern dich selbst so komplett wie möglich zu machen, auch wenn er eben nicht so greifbar ist, wie du dir das wünschen würdest. Ne? Das alte Lied, würde ich mal sagen. Was kommt, ich bin auch verrückt, brauche ich da gar nicht, habe ich das schon gemacht. Was kommt in der nächsten Woche von seiner Seite? Er konzentriert sich erstmal auf sich, weil er bei sich ankommen will. Und jetzt pass auf, ich habe es gesehen. Ja, er ist minimalistisch. Hier drehen sich gerade mal nur vier Karten. Also erstmal ist er rausgesprungen und die Ehestandskarte. Der macht sich ganz viel Gedanken über eure Verbindung, über ja, die Schritte, die zu tun sind, damit es weitergehen kann. Habe ich gestern gesagt, das scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, aber ich habe den Sarg schon gesehen. Er beschäftigt sich auch noch mal mit den Verbindungen, die vor dir waren, mit, ne, alten Liebesgeschichten, und musste da noch mal so ein paar traurige Momente durchleben. Aber das kommt in den Abschluss. Hier geht was zu Ende, nämlich diese traurige Mimimi-Stimmung von seiner Seite, die scheint sich zu verabschieden. Und hier möchte Gerechtigkeit in die ganze Sache kommen. Ja, und Klarheit, das in der nächsten Woche. Dann sehe ich hier Beate. Aber Beate ist für mich hier an der Stelle nicht die Nebenbuhlerin. Die spielt nicht mehr wirklich eine große Rolle. Davon hat er sich ja im Prinzip, dadurch, dass er sich seine Verbindungen nochmal angeguckt hat, getrennt. Ich empfinde das eher so, und das habe ich heute im Mitgliederbereich auch so gesehen, dass er seine Verstrickungen im Leben in den Griff bekommt und sich praktisch häutet, sodass da echt ein Neuanfang kommen kann. Ja. Und auf diese Seelenverbindung wartet das alltägliche Glück und hier wird es ratzfatz vorwärts gehen. Also in dieser Woche scheint da echt ein bisschen Bewegung ins Spiel zu kommen. Hier liegt die positive Veränderung. Irgendetwas ist in der Mache. Okay. Wie lange sind wir unterwegs? Ich glaube, das reicht schon fast. Ich würde mal sagen, ich nehme dir und ihm noch ein Herzchen mit. Und dann, wenn es gut geht, mache ich noch ein zweites Video, wo es dann um die Tagesenergien geht. Mal gucken, wie ich heute so drauf bin. Ein Herz von ihm zu dir und eins
andersrum. Er sagt dir, Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Vertrau ihm, es wird. Ja, und du sagst ihm natürlich, ich denke gerade an dich, ich liebe dich, aber dieses an ihn denken, das darfst du auch schon mal ein bisschen eliminieren, weil meistens ist es so, nimmst du die Energie da weg, dann kommt er dir vielleicht eher entgegen. Oft ist es aber auch so, dass du trotzdem noch den ersten Impuls in seine Richtung schicken musst. Vertrau da deinen Sinnen, schule deine Sinne. Ja, und macht das Beste aus jeder Situation. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, möchte nochmal auf meinen Shop verweisen. Bin wieder beim Basteln. www.zerpunzel.shop ist unten verlinkt in der Infobox. Vielleicht hat ja jemand Interesse, sich an schönen Dingen zu erfreuen. Ja, ich sag mal, bleibt mir gesund. Lasst es euch gut gehen, Kopf hoch und straight away run the highway. Bis dann.